Gemeinsam waren sie Welt- und Europameister. Jetzt hat sich Jupp Heynckes mit emotionalen Worten von seinem ehemaligen Mitspieler Gerd Müller verabschiedet. Ich denke, jeder weiß, was Gerd als Fußballer ausgemacht hat und was er für ein phänomenaler Sportler war. Aber was ihn vor allem ausgezeichnet hat, war seine Bodenständigkeit, seine Bescheidenheit und seine Natürlichkeit, sagte Heynckes der Welt. Besonders in Erinnerung sei ihm sein letzter Besuch bei Müller während seiner letzten Amtszeit als Bayern-Trainer geblieben. Seine Frau Uschi, Hermann Gerland und ich haben damals übereinstimmend gesagt, dass er sehr gut drauf gewesen ist. Und ich hatte das Gefühl, dass er gelacht hat, berichtete Heynckes. Er ist für mich in einer Kategorie mit Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo angesiedelt, so Heynckes. Flügelspieler Borna Sosa ist nach seinem überragenden Saisonauftakt beim VfB Stuttgart erstmals für die kroatische Nationalmannschaft nominiert worden. Der 23-Jährige wurde von Kroatiens Trainer Slatko Dalic für die WM-Qualifikationsspiele berufen. Sosa überzeugte beim Bundesligastart gegen Aufsteiger Greuther Fürth mit 3 Assists. Bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals erzielte er ein Tor und gab eine Vorlage. Freude bei Regionalligist Preußen Münster. Dem Einspruch gegen die Wertung des Erstrundenspiels im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg ist am Montag nach einer fast 5-stündigen Verhandlung in Frankfurt durch das Sportgericht des DFBs stattgegeben worden. Dem neuen Trainer der Wölfe, Marc van Bommel, war ein Wechselfehler unterlaufen. Für den Niederländer war es das erste Pflichtspiel als Trainer seines neuen Clubs. Preußen-Coach Sascha Hildmann munterte van Bommel nach dem Urteil auf. Menschen machen nun mal Fehler. Ich glaube aber, dass der Marc van Bommel das sehr gut verkraften kann und wird. So Hildmann. Benedikt Höwedes soll als neuer Teammanager der deutschen Nationalmannschaft ein Bindeglied zwischen Team und Management werden. Was nach einer wohldurchdachten Personalie klingt, sorgte intern aber offenbar für Wirbel. Oliver Bierhoff, der als DFB-Direktor maßgeblich für die Verpflichtung von Höwedes verantwortlich ist, sagte der Bild: Seit einigen Wochen habe ich versucht, einen geeigneten, formalen Weg der Anstellung von Benny Höwedes zu finden. Dies hat sich aus unterschiedlichen Gründen als sehr schwer und langwierig gestaltet. Wie die Bild berichtet, habe Bierhoff das DFB-Präsidium im Vorfeld nicht über den Höwedes-Deal informiert. Erst nach der Verkündung sei über die Anstellung des 31-Jährigen abgestimmt worden. Offenbar sprach sich dabei nur eine äußerst knappe Mehrheit für den ehemaligen Nationalspieler aus. Bierhoff selbst erklärte: Im Rahmen der Vorstellung von Hansi Flick und seinem Team wurde Benny verfrüht bestätigt, obwohl die erforderliche Abstimmung per Umlaufverfahren durch das Präsidium noch nicht abgeschlossen war.